Seit 40 Jahren arbeitet Deutschland an der Verkehrswende. Unsere Städte sollen grüner und freundlicher werden. Doch die Straßen werden noch weiter vom Auto beherrscht. Andere Länder sind da weiter. Paris streicht 60.000 Parkplätze. Barcelona baut 500 Superblocks mit Tempo 10. Bei uns tut sich auch was, aber nur sehr zaghaft. Warum geht das so langsam? Und wie könnte es schneller gehen? Wollt ihr mehr wissen? Dann kommt ihr zum Tag der offenen Tür der Leibniz-Universität Hannover.